Hey Freaks and Friends und willkommen zurück zu einem neuen Indie-Make-up-News-Video. Ein sehr beliebtes Format bei euch da draußen und auch natürlich bei mir. Ich habe mich also wie immer auf die Suche begeben nach neuen Schätzen und Schönheiten aus der Beauty-Make-up-News-Welt. Habe einiges gefunden, Notizen angefertigt und werde euch jetzt meine Beute präsentieren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Verzehr der leckeren Mahlzeiten. Wie viel Stuss kann man eigentlich innerhalb kürzester Zeit erzählen? Willkommen auf diesem Kanal, mein Name ist Peggy und ich freue mich, dich heute wieder entertainen zu dürfen. Wir fangen direkt an mit diesem Video, los geht's. Ich sitze am Rande des Geschehens, habe mir meine Notizen geschnappt und lasse euch nun wissen, was ich da so auf meinem Streifzug durch die Indie-Welt entdeckt habe. Wir fangen an mit Lethal Cosmetics. Habe ich euch auch schon gezeigt in einem Video. Habe ich hier, wurde nämlich schon am 23. Februar gelauncht, das Produkt. Die Rede ist von den neuen Prism Multichrome Flakes. Bei Purish bekommt ihr 6 Töne. Ich glaube, es waren auch nur 6. Die besten Flakes, die ich bisher ausprobiert habe. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe ganz viele verschiedene Firmenprodukte hier, die alle so in diese Richtung gehen, diese gelartigen Glitzertexturen. Und Lethal hat es echt geschafft, da eine Textur auf den Markt zu bringen, die preis-leistungsmäßig echt top ist. Das Gel haftet sehr gut, da wo ihr es auftragt. Es ist aber nicht zu wenig Pigment dabei, sodass ihr viel schichten müsst, damit ihr was seht. Und deswegen finde ich diesen Preis für diesen zwar kleinen Pot gerechtfertigt. Ich sehe sie gerade hier drüben. Wartet mal kurz, hier sind die nämlich. Das sind diese kleinen Töpfchen, die ich meine. 6 verschiedene Farben. Ich habe hier Gamma und Cosmic. 2 wunderschöne Shades. Ich habe sie euch, wie gesagt, auch schon gezeigt. Guckt euch das gern mal an auf der Internetseite von Purish oder auch von Lethal Cosmetics. 22,90 kosten die gerade. Sind direkt auf meiner Favoritenseite bei Purish gelandet, weil die halt wirklich gut performen und außergewöhnlich mal Farbe aufs Lid zaubern oder auch sonst wohin, je nachdem, wo du sie halt aufträgst. An der Stelle kann ich euch noch von einem neuen Launch erzählen, und zwar die neue Mellow Grove Collection wurde jetzt von Lethal Cosmetics gelauncht bzw. gezeigt. Am 14.04. ist es soweit, um 16 Uhr könnt ihr dann die Kollektion kaufen. Worüber rede ich? Es gibt eine Palette, die relativ kühl gehalten ist, wie ich finde. Grüntöne, Brauntöne, Schimmertöne findet ihr hier. Irgendwie haben sie jetzt eine Motte zu ihrem Markenzeichen gemacht auf den Paletten. Das war jedenfalls bei der letzten Palette auch schon so. Finde ich sehr gelungen, das Schätzchen. Und die wird auch im Laufe der kommenden Woche bei Purish hoffentlich einziehen, wenn sie dann schon angekommen ist. Preislich beläuft sich das Schätzchen auf ca. 49 Euro. Zusätzlich in dieser Kollektion, was aber wahrscheinlich nicht zu Purish kommen wird, sind 3 neue Charged Mascara-Farben. Typische Frühlingsfarben, würde ich einfach mal sagen. Pro Mascara könnt ihr hier mit ca. 14,50 Euro rechnen. Und ein neuer Brush Cleanser für 9 Euro. Der besteht aus so Art grobem Schaumstoff, schwammartig. Und da könnt ihr eure Pinsel, ohne sie irgendwie nass zu machen, wohl sauber machen für die schnelle Reinigung zwischendurch. Genau, das wollte ich euch noch wissen lassen. Ihr könnt mal versuchen, bei Purish meinen Code einzusetzen, Peggy10 oder Peggy15. Vielleicht könnt ihr dann auf das ein oder andere von Lethal Cosmetics ein bisschen was sparen. Glaminatrics Cosmetics, eine australische Indie-Brand, gibt es bei Monolith. Es kamen Cheek and Lip Flush Produkte raus. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, 5. Genau. 5 Stück, das sind solche Liquid-Formulierungen, also flüssige Produkte, wie so ein Lipgloss. Holst du den dann raus aus der Verpackung, kannst du dir als Blush auftragen oder auch als Lippenfarbe. Und da gibt es 5 sehr schöne Shades, muss ich sagen. Schön, egal welche Jahreszeit. Es gibt etwas rosaneres, etwas gesetzter, rosenholzartig, aber auch so Orange, Terrakotta, bräunlich. Sehr schön. Eigentlich wollten die auch zu Monolith kommen. Die gibt es übrigens seit dem 3.3. Bei Monolith ist bisher aber nur die Palette angekommen. Wurde zusammengelauncht mit einer neuen Palette von Glaminatrix Cosmetics, und zwar die Pretty in Pastels Palette. Eine relativ große Palette. Ihr habt 4 Reihen, wie ihr seht, mit jeweils 5 Farben. Also 20 Shades sind hier drin. Das sind ziemlich viele. Und die gibt es auch bei Monolith. Die Liquid Blushes sollten eigentlich auch kommen,
Aber die kommen vielleicht dann etwas später. Jetzt also 8 Shimmer-Shades sind hier drin. Der Rest ist matt. Wir machen weiter mit Gourmandet Girls Cosmetics in Kooperation mit Steffs Beauty Stash. Hat diese neue Palette den Markt erobert, wollen wir das so nennen. Auf jeden Fall ist diese Palette zusammen mit ihr rausgekommen in Kooperation, die Nueva Vida. Eine sehr bunte Palette, die perfekt ist für Frühling, Sommer. Und die erinnert mich einfach so an Partynächte, an bunte Partynächte. So sieht sie jedenfalls aus. Sehr schön, sehr gelungen. Wieder verschiedene Texturen, wie ihr es gewohnt seid von Gourmandet Girls Cosmetics. Meine Güte. Matt, Schimmer. Und am 8.3. war es soweit, da wurde die gelauncht. Und sie ist auch schon zu Monolith gekommen. Im Original kostet sie ca. $53. Bei Monolith, denke ich, wird sie ungefähr das ähnliche Preisniveau haben. Ihr habt hier 9 matte Shades, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, ein Satin-Ton, 2 Multichrome-Töne und 2 Duochrome-Töne. Mich hat die Palette nicht so gecatcht, obwohl ich sie schön finde, deswegen habe ich hier ausgesetzt. Sinful Echoes, Freunde der Sonne, ist eine neue, high-quality, handcrafted, amerikanische, woman-owned Indie-Brand. Vegan und cruelty-free, nur nochmal an dieser Stelle wichtig zu erwähnen. Und damals, als die erste Palette rauskam, im Herbst letzten Jahres, habe ich die Palette leider verpasst. Ich war zu spät dran und ich freue mich riesig, wenn diese Palette endlich gerestockt wird, damit ich sie mir kaufen kann. Ich zeige sie euch nochmal ganz kurz. Das war die erste Palette von denen und die ist wunderschön einfach. Die Palette von damals heißt übrigens Echoes in the Darkness. Und jetzt hat Sinful Echoes neue Single Shadows rausgebracht. Beziehungsweise jetzt ist schon wieder ein bisschen her. Auch am 8.3. war es soweit. Es war, glaube ich, ein Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Oder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich bin direkt morgens auf den Etsy-Shop, dort bekommt ihr die Marke nämlich, und wollte mir die Shades bestellen. Da waren schon 2 ausverkauft, die ich mit haben wollte. Das hat mich sehr geärgert, steht aber dafür, dass die Brand sehr interessant zu sein scheint für viele von euch da draußen, was mich natürlich wiederum sehr freut. Das sind Duochrome-Shades, wenn nicht sogar Multichrome-Shades. Auf jeden Fall kostet einer ca. $15. Sobald meine Bestellung da ist, lasse ich euch das wissen. Auch zum Bestellprozess, wie lange das gedauert hat, wie teuer das war und so weiter und so fort. Also stay tuned for that. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, wie diese neue Multichrome Shades von Sinful Echoes performen werden. Wir kommen zu einem nächsten Launch, den ich euch gar nicht zeigen brauche, denn er ist angekommen. Ich habe euch in meiner Instagram-Story gefragt, ob ihr die neue Nomad Cosmetics Palette sehen wollt. Sie hat so einen samtigen Überzug über die Pappverpackung, nennen wir es jetzt mal so, Ireland Wild Atlantic Way. Eine Irland-inspirierte Palette. Welche Töne erwarten euch wohl? Ja, keine Frage. Ich habe sie schon geswatcht und mal reingeguckt. Sehr schön. Komm, wir schauen sie uns mal zusammen an. Und auch hier wieder cruelty-free und vegane Formulierung. Der Shade hier oben ist mir leider rausgebrochen. Es kam also nicht kaputt an. Es ist erst beim Swatchen passiert. Der war nicht richtig festgeklebt irgendwie auf der Verpackung und konnte dann deswegen seinen Weg auf den Boden suchen. Ihr habt hier verschiedene Formulierungen dabei, verschiedene Pressings und wie immer ein sehr schönes Thema, woran sich Nomad Cosmetics eben halt immer orientiert. Ne? Die reisen durch die Weltgeschichte und suchen sich neue Spots aus. Und an diesen Spots, an diesen Landschaften oder Orten sind eben halt dann immer diese Kollektion inspiriert. Sehr schön, sehr abwechslungsreich und diesmal ist es eben halt sehr grünlich, bläulich. Inspiriert an der Felslandschaft von Irland. Sehr grün, saftige Wiesen und so sieht die Palette eben halt auch aus. Ne? Gespickt mit ein bisschen goldbraun. Aber so an sich eine sehr grün gehaltene Palette und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Circa €50 habe ich dafür bezahlt. Versand ging super schnell. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon, wenn ich endlich mal Zeit habe, die auszuprobieren. Aber sie ist auf jeden Fall schon da und ich bin sehr zufrieden, dass ich sie gekauft habe. Bei diesem Launch von Adept Cosmetics, der hat am 15.03. stattgefunden, haben mir auch sehr, sehr viele geschrieben, Peggy, wie sieht's aus? Kaufst du dir die neue Palette? Und ich habe echt eine Weile überlegt, ob ich sie mir kaufe oder nicht. Sie hat mich nämlich nicht sofort gecatcht. Und ich dachte so, nee. Und ich wollte ja gezielt darauf achten, dass wenn mich die Dinge nicht sofort catchen, dass ich nochmal ein bisschen warte, schaue, investiere ich da mein Geld rein oder nicht. Das habe ich auch an dieser Stelle getan. Und deswegen habe ich sie mir nicht gekauft.
Ich habe sie mir nicht gekauft. Sie ist auf jeden Fall schon auf dem Markt. Sie ist auch schon bei Monolith eingezogen. Ich weiß nicht, ob ihr sie aktuell dort bekommen könnt. Jedenfalls ist sie am letzten Launchtag, am 1. April muss das gewesen sein, dort zur Verfügung gewesen. Die Rede ist übrigens von der Cyborg Schwar Palette. C-H-O-I-R. I don't know, wie man das ausspricht, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall inspiriert. Bunten Galaxie, würde ich sagen, und auch so ein bisschen Alien-like. Die fetzt schon, ne? Also dagegen kann ich nichts sagen. Vor allen Dingen Adept steht ja für die butterweichen, tollen, schillernden Shimmer-Shades. Und ich kann das schon verstehen, warum man sich die kauft. Vor allen Dingen diese Reihe mit diesem Gelb und diesem Holochrome-Ton, die fetzt schon. Und wenn man dann so nach links rüber guckt, zu diesen lavendelfarbenen Tönen mit Blau, ich darf da nicht so lange hingucken. Ihr merkt das schon, mir gefällt die schon, ne? Mal gucken. Sie kostet $79. Auf jeden Fall ist diese Palette keine limitierte Edition. Sie hat 4 Holos sogar drin. 4 Holos. 2 Shimmer Shadows, 3 Duochromes, 1 Multichrome und 5 Matte Shades. Simply Posh Cosmetics. Warum nehme ich diese Brand hier mit rein? Es ist eine vegane und cruelty-freie Brand, Indie-Brand. Aber sie droppt nicht unbedingt in naher Zukunft eine neue Palette, aber sie hat einen Sneak Peek gezeigt. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, das muss ich euch zeigen. Denn die Color Story wird bestimmt sehr interessant. Ich würde sagen, angelehnt an Muschel, Strand, Unterwasserwelt. Und die zwei Shades, die haben es mir so angetan, I don't know, ich habe mich schockverliebt. Und ich hoffe, dass der Rest der Palette auch burnt. Und dann bin ich auf jeden Fall am Start. Es wurde noch nicht verraten, wann die Palette kommt. Ich kann euch also nichts dazu sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass diese zwei Paletten, die Aurora Lights, das ist die etwas dunklere, und die Citrus Punch Palette, die werden bald, jetzt demnächst, zu einem Pre-Order-Verfahren wieder erhältlich sein. Und sie sollen reformuliert sein. Also die alten Formulierungen wurden etwas verbessert. Und es wurde auf das Feedback der Community geachtet, gehört, umgesetzt. Und die wird es bald neu geben in einem Pre-Order-Verfahren. Wir kommen mal wieder zu Glamlight. Und zwar die Kollektion Glamlight mit Kiss. Mhm. Ich mag diese Musik. Ich mag Glamlight. Und deswegen habe ich mir ein paar Sachen bestellt. Aber wirklich nur gezielt, ne? Nicht die ganze Kollektion, auch wenn ich das sehr, sehr feiere, dieses ganze Rockthema und so weiter und so fort. Am 15. März ging diese Kollektion online und einzelne Items sollen auch zu Monolith kommen. Monolith. Und von der Kollektion ist tatsächlich nur die Palette geworden, die ich sehr abwechslungsreich finde, sehr cool finde. Und deswegen habe ich gedacht, die nehme ich einfach mal mit. Habe auf der Originalseite natürlich bestellt, kommt aber wie gesagt zu Monolith. Ich denke mal, beim nächsten Launch ist es am Start. Die Palette kostet $36. Ihr habt aber auch einen Lip Kit dabei, ein Mascara Duo, ein Spiegel und eine schwarze und weiße Base. Das ist ja auch... Also das hat man ja kommen sehen, oder? Weil diese Performer von KISS bzw. diese Bandmitglieder, die haben ja natürlich diese typische Maske in Schwarz und Weiß und da darf das natürlich nicht fehlen. Ansonsten habt ihr auch noch eine Make-up-Bag dabei und das ist die Kollektion, die neue Kollektion von Glamlight und KISS. Wir kommen zu Neuheiten von MAC Lashes, den magnetischen Girls aus Berlin, beziehungsweise den Girls aus Berlin mit ihrer eigenen Brand MAC Lashes. Magnetische Wimpern aus dem Herzen von Berlin. Die haben 3 neue vegane Stile rausgebracht. Die Stile kennt ihr schon, Honey, Beauty und Beauty Nummer 2, aber jetzt mit neuem veganen Premium-Material. I love it. Ich trage auch gerade den Stil V-Beauty Nummer 2. Du kannst dir alle Stile ganz in Ruhe ansehen in einem ausführlichen Video auf dem Kanal der MAC Lashes Girls, verlinke ich dir. Oder du guckst dir das Reel dazu an, beziehungsweise das Short, da zeige ich dir alle 3 Stile im Vergleich mit den alten Stilen und du wirst sehen, dieses Update dieser Stile hat sich auf jeden Fall gelohnt. Akkurate Produkte, akkurate Wimpern. Deswegen mache ich hier auch ständig Werbung dafür. Das ist wirklich so ein... Das ist eine Herzensbrand für mich geworden. Genau. So viel dazu. So Leute, jetzt schnallt euch mal bitte an. Ich würde sagen, diese Kollektion, die ich euch jetzt zeige, ist die schönste innerhalb dieses Videos. Und die schönste bisher dagewesene von Lunar Beauty, oder? Ich finde, Manny hatte einen so tollen Job geleistet. Die Farben, diese Konstellation, das ist so
yummy. Ich habe das gesehen und dachte, alles klar. Spätestens jetzt würde ich Luna Beauty ausprobieren wollen. Die Rede ist von der neuen Moonshroom Collection. Sie wurde auch am 20.03. gelauncht, perfekt zum Frühlingsanfang. Ja, es geht um eine Lidschattenpalette, so wie wir es gewohnt sind. In dem normalen Packaging würde ich jetzt einfach mal sagen, ihr habt 3 Reihen mit jeweils 6 Shades. 3x6 Peggy macht 18 Shades. 6, 12, 18, genau. Ihr habt die mittlere Reihe komplett durchzogen mit Shimmershades, der Rest ist matt. Finde ich super. Die erste Reihe mit den senfgelb-grünlichen Brauntönen hat mich sofort gekriegt. Dann habe ich die ganz untere Reihe gesehen mit diesem komplementär lila Ton zu gelb und dachte, was ist das bitte für eine geile Pop-of-Color-Farbe? Hab den Rest gesehen, diese Forest-grünen-brauntöne und dachte, alles klar, ich will den Rest gar nicht mehr sehen. I'm in. So eine schöne Lidschattenpalette. Ich glaube, das könnte meine Liebste werden. Die kleinen Pressings mit der kleinen Fee oder auch dem Mond, einfach nur schön. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, ich liebe die Lippen, Stift, Liquid Lipstick, Lippenöl, Gloss-Formulierung von Luna Beauty, über alles. Eine der besten Texturen auf dem Markt, die es gibt. Und es gibt 3 neue Lipglosse. Wo es ein bisschen Kritik von mir gibt, jetzt schon, ist die Highlighter-Palette. Das finde ich immer sehr schwierig. 4 Highlighter-Töne, man hat halt eben nur einen Skintone. Das heißt, das passt nicht alles als Highlighter für mich. Wenn, dann müsste ich die als Blushlighter nehmen oder eben halt als Lidschatten. Aber so what? Ich kann euch jetzt schon mal was sagen. Wenn die Kollektion bei Purish ankommt, ich hoffe, dass auch alle Produkte ankommen, dann gibt es mit Peggy 10 10% Rabatt. Und das finde ich mega geil von Purish, dass die das organisieren konnten, dass das geht. Falls du nicht bei Purish bestellen möchtest, kannst du natürlich auch auf der Originalseite bestellen. Auch dort werden dir am Ende des Bestellprozesses die Steuern, Zoll, Taxes schon angezeigt. Das heißt, dich überraschen keine weiteren Kosten mehr, wenn die Palette, die Kollektion, whatever, dann bei dir ankommt zu Hause. Wir kommen zu Rare Beauty. Ein super interessanter neuer Launch. Deswegen wollte ich das unbedingt in dieses Video integrieren. Und zwar, die Rede ist von den neuen Soft Pinch Luminous Powder Blushes. Ich mag das Packaging super, super gerne. Und das soll eben halt ein Hybridprodukt sein aus ihren Liquid Blushes mit sehr viel Highlighter-Kick. Also wirklich ein sehr glowy Finish. Und das gefällt mir natürlich sehr. Also es steht zwar da Luminous Powder, aber ich habe die Blushes ja schon gesehen in einigen Reviews. Die sehen schon sehr Highlighter-lastig aus, sehr glowy. Deswegen freue ich mich darauf sehr. Sie sollen so einen glassy Sheen haben. Erhältlich in 6 Radiant Shades und gelauncht wurden die schon vor längerer Zeit. Die gibt es jetzt aber bei Sephora. Ich habe mir, wenn es geklappt hat, 2 Shades bestellt und freue mich schon, wenn die dann hier ankommen und ich sie euch zeigen kann. Wir kommen zu einer meiner beliebtesten Indie-Make-up-Brands, Unearthly Cosmetics. Hat auch wieder was Neues gedroppt und zwar die Spring Magic Collection. Und zwar war der Start der Pre-Order-Runde am 4.4. Spring Magic. Lasst mich kurz mal gucken. Es ist eine ganze Kollektion. Ich weiß aber, dass Monolith da dran ist. Ich weiß aber nicht, ob die ganze Kollektion zu Monolith kommt. Deswegen hier nochmal. Was ist enthalten? Die Spring Magic Palette, die kostet im Original $78. Was Cooles, alle Produkte sind diesmal einzeln erhältlich. Ihr müsst keine ganze Box kaufen. Finde ich sehr gut. Ihr könnt die Spring Magic Blush Palette kaufen. Genau das gibt es noch. $32. Liquid Highlighter. $15 pro Stück. 2 verschiedene Farben habt ihr. Und ein Ghoul Glaze Lip Gloss. $14. Wenn ihr das Ganze als Bundle kauft, also alle Produkte zusammen, bezahlt ihr $138. Und vielleicht gibt es ein paar Rabattcodes, die darauf gültig sind, dann könnt ihr noch ein bisschen was sparen. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Ich sage euch jetzt mal warum. Unearthly Cosmetics gefällt mir an sich meistens sehr gut. Bei der Dreamer Kollektion habe ich ausgesetzt, weil das hat mir einfach nicht so zugesagt. I don't know why. Die Farben waren mir zu ähnlich, glaube ich, und zu heftig. Ich konnte die mit nichts kombinieren aus der Palette. Man hat einfach nur Farbe gehabt. Und das war nicht so mein Ding. Deswegen habe ich da ausgesetzt.
Diese Kollektion gefällt mir sehr gut, aber ich habe schon so ähnliche Töne hier. Deswegen frage ich mich, Peggy, muss das sein? Wisst ihr? Und da sind wir wieder bei dem Thema, woran ich gerade so ein bisschen arbeite. Dann musst du das ja nicht kaufen. Dann musst du es nicht bestellen. Auf jeden Fall dennoch eine sehr gelungene und schöne Kollektion. Auch hier wieder bei Unearthly Cosmetics ein kurzer Break, denn ich habe einen Sneak Peek gesehen von einer neuen Sommerkollektion. Ich habe keine Informationen, ob da, also was da alles dabei ist. Ich habe nur ein kleines Bildchen von einer Palette gesehen, die sehr warme, rötliche, lilane Sommerfarben hatte. Und sie trägt den passenden Namen High Temp Palette. Soll irgendwann im Sommer kommen. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Kennt ihr die Indie-Brand Alter Ego? Auf jeden Fall auch eine Cruelty-Free-Brand. Also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich kenne diese Firma ja jetzt schon etwas länger und sehe, was sie so tut. Und sie dupt. Also, sie dupt wirklich auf sehr hohem Level und bringt Lidschattenpaletten raus, die sehr stark an Natasha Denona Paletten erinnern oder auch Huda Beauty oder Anastasia Beverly Hills. Und die sind ja sehr hochpreisig und Alter Ego schafft es wirklich, Paletten nahezu 1:1 zu produzieren bzw. herzustellen, auf den Markt zu bringen für einen ganz schmalen Preis. Und diese neue Palette möchte ich euch unbedingt zeigen, weil ich sofort gesehen habe, welche Palette das ist. Also wir reden hier erstmal von der Wildwood Palette. Ne? Das Packaging ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sie wird übrigens am 4.4. auf den Markt gebracht werden, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist sie schon erhältlich. Und jetzt guckt euch doch bitte mal das Innenleben an. Natasha Denona Yucca Palette. Aber der große Unterschied ist, dass diese Palette, ich glaube, sie wird so circa $20 kosten, $25. Und wenn euch die Yucca Palette sehr gut gefällt, ihr aber nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann wäre das vielleicht ein sehr schöner Dupe. Ich habe noch keine Palette von dieser Brand ausprobiert, kann euch also nicht sagen, wie die qualitativ da mithalten kann. Aber vielleicht für den einen oder anderen da draußen ein interessanter Launch. Kommen wir mal zu Nabla. Der Launch hat auch am 4.4. stattgefunden. Die Rede ist vom neuen Beyond Blurry Lipstick. Es sind ähnliche Shades wie beim Beyond Jelly Lipstick, aber die Textur ist anders. Und Nabla hat ja einen sehr großen Erfolg mit diesen Beyond Jelly Lipsticks feiern können. Und ich denke mal, die neuen Texturen werden dem in nichts nachstehen können. Wenn man aber eher auf etwas blurry, mattes Velvet Finish aus ist, dann könnte das genau dein Ding sein. Da gibt es 6 neue Shades an sich, also die heißen auch ähnlich. Nocturna zum Beispiel kennen wir schon aus der Jelly-Reihe oder auch Dia. Das war einer der besten, glaube ich. Dia war, glaube ich, der am meistverkaufteste Lippenstift von Nabla aus dieser Beyond Jelly-Reihe. Den gibt es nochmal, aber in einer anderen Textur. Finde ich super cool, sehr, sehr schön. Werde ich euch zeigen in einem Reel alle Shades, dann könnt ihr die getragen schon mal sehen. Auf jeden Fall könnt ihr mit Peggy 10% auf diese neuen Liquid, auf diese neuen Lippenstifte von Nabla sparen bei Purish, genau. Bella Boteba hat endlich die neue Palette gezeigt. Ich gucke hier gerade auf Instagram, die Secret Garden Palette. Ich muss sagen, die Umverpackung fand ich mega schön. Mega, mega schön, erinnert mich irgendwie so an alte Museen mit so einem verwunschenen romantischen Garten, wo dann so diese Rosenbögen sind. Ich weiß nicht, ob das richtig betitelt ist, aber es gibt ja so, wenn man über einen Weg geht und dann kommt da so ein Torbogen, da wachsen ja oft die Rosen lang, dann sind da so Teiche in diesem wilden, verwunschenen Garten. Und daran hat mich die Umverpackung total erinnert. Secret Garden heißt die neue Palette. Ich kann euch gar nicht sagen, also sie ist eine 25 Pan Eyeshadow and Pressed Pigment Palette. Sie kommt Mitte April und sie enthält eben halt solche Töne, die ein Garten enthält. Also so ein bisschen grün natürlich, bläulich, braun und auch pinky, rosa, lila, so die Richtung. Sehr schön, aber für mich ein No. Und ich sage euch auch warum, die ist mir viel zu groß irgendwie. Und ich habe ähnliche Farben von Bella Boteba in meinen Paletten, die ich schon eben halt habe. Und deswegen setze ich auch an dieser Stelle aus. Und ich bin da sehr stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich da einfach so dran vorbeigehen kann. Ihr habt hier 8 Multichrome-Töne, 2 Holochrome-Töne und 15 Buttery Mattes. Preis beläuft sich auf $75. Wenn du an diesem Schätzchen aber nicht vorbeigehen möchtest, kannst du sehr gern mit Mobus Black auf der Originalseite von Bella Boteba
10% sparen. Und auch bei Bella Boteva kann ich hier noch etwas ergänzen. Und zwar kommen am 22. April 7 neue Lippenöle raus. Die sehen nicht nur super fruchtig aus, ich hoffe, dass sie auch leicht fruchtig riechen und so toll pflegen, wie sie wirken und wie sie versprechen. Ja, Lippenöle. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da zieht mindestens einer von ein. Das möchte ich ausprobieren. Wir kommen zu Wicked Widow Beauty. Es war jetzt eine Weile lang ruhig und ich kann euch auch noch nicht genau sagen, was das hier wird. Aber es ist wohl eine sehr spezielle Kollektion, würde ich sagen. Speziell zum 30-jährigen Jahrestag des Films Die Krähe, The Crow. Das ist ein sehr alter Film von 1994 und Wicked Widow Beauty bringt da irgendwie eine Kollektion zu raus. So steht das jedenfalls hier. Wicked Widow, The Crow, Collection. Mehr weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall arbeitet sie da schon sehr, sehr lange dran und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Mehr weiß ich noch nicht, wann das gelauncht wird und so. Wir dürfen gespannt sein und vor allen Dingen auch auf die Farben. Interessant, ich wollte es euch jedenfalls wissen lassen. So. Ich habe noch eine ganz neue Information für euch reinbekommen. Und zwar, Blend Bunny droppt eine neue Collection. Und zwar eine besondere Kollektion. Also, ich finde, jede Kollektion ist irgendwie besonders, aber sie hat es in die Caption extra reingeschrieben. Es ist eine Special Collection with a special person. Wir dürfen uns überraschen lassen. Am 21.04. wissen wir mehr darüber. Wir kommen zum letzten Launch, den ich euch unbedingt noch zeigen möchte. Es ist die Brand Sigma. Und Sigma ist eine Brand, die ich sehr, sehr mag. Fast alle Produkte, die ich von dieser Firma habe, funktionieren ganz fantastisch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Purish auch mal wieder aufstockt und mehr Sigma-Produkte wieder einfach auf Lager hätte. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass ich diese neue Palette auch auf der Originalseite ordern werde. Die Rede ist von der neuen Cool Neutrals Palette, die jetzt ist gut, am 2. Mai rauskommen soll. Und wie der Name schon sagt, das ist eine sehr kühlstichige, grungy Palette. Und die gefällt mir außerordentlich gut. Sie ist schön slim, das mag ich, hat einen Spiegel und überfordert mich nicht von den Farben her. Ihr habt immer im Wechsel Matt und Schimmer und ich finde die einfach sehr gelungen. Ja, ich finde die sehr gelungen, deswegen hat die mich interessiert und deswegen wollte ich die euch zeigen. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Meine Güte, war das wieder viel Kram, aber ich glaube sehr viel interessanter Kram. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Lasst mich unbedingt mal wissen, was euch catcht an diesen Neuheiten und worüber ihr euch sehr freut. Das würde mich wiederum freuen zu erfahren. Und ich würde sagen, macht euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dahin. Ciao.